Eine zentrale Weichenstellung in jedem Vergabevorhaben bildet für die Auftraggeber die Frage nach der Wahl des Bestangebotsprinzips oder des Billigstangebotsprinzips. Hier haben sich durch das neue Bundesvergabegesetz 2018 einige durchaus relevante und für die Praxis bedeutsame Änderungen ergeben, die ich im Folgenden im Überblick darstellen möchte. Mein Name ist Claudia Fuchs, ich bin Rechtsanwaltsanwärterin bei Niederhuber und Partner mit Sitz in Wien und Salzburg und hier schwerpunktmäßig mit Fragen der öffentlichen Vergabe sowie des öffentlichen Wirtschaftsrechts beschäftigt. In jedem Vergabevorhaben hat sich der Auftraggeber unter anderem die Frage zu stellen, ob er sich konkret für das Bestangebotsprinzip oder das Billigstangebotsprinzip zur Wahl des Angebots, das den Zuschlag erhalten soll, entscheidet. Dahingehend gibt es mit dem neuen Bundesvergabegesetz eine punktuelle Veränderung des rechtlichen Regelungsrahmens, insbesondere indem die Wahlmöglichkeiten bezüglich des Billigstangebotsprinzips noch mehr als das bislang der Fall war eingeschränkt werden. Vielleicht ganz grundsätzlich noch einmal zur Definition des Billigstangebotsprinzips. Hier soll der Zuschlag auf das Angebot mit dem niedrigsten Preis erteilt werden, wohingegen beim Bestangebotsprinzip der Zuschlag auf das technisch und wirtschaftlich günstigste Angebot, also dasjenige mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis, erfolgen soll. Diese Wahlmöglichkeit, die der Auftraggeber hat zwischen Billigst- und Bestangebotsprinzip, ist gesetzlich ja schon traditionell immer ein wenig eingeschränkt. Und zwar kann das Billigstangebotsprinzip nur dann gewählt werden, wenn der Auftraggeber den Qualitätsstandard der nachgefragten Leistung klar und eindeutig definiert. Noch darüber hinaus gibt es jetzt aber mit der vergabegesetzlichen Neuregelung im Bundesvergabegesetz 2018 5 verpflichtende Tatbestände für die öffentlichen Auftraggeber, bei deren Vorliegen sie jedenfalls das Bestangebotsprinzip zu wählen haben. Erstens betrifft das Bauaufträge über 1 Million Euro bzw. bei Sektorenauftraggebern über 10 Millionen Euro. Zweitens Dienstleistungsaufträge, die, weil sie besonders komplex sind, innovative, kreative Lösungen erfordern, im Verhandlungsverfahren vergeben werden. Drittens betrifft das Vorgänge, in denen die Leistung im Wesentlichen funktional beschrieben wird. Viertens Auftragsvergaben im Wege des wettbewerblichen Dialogs und fünftens Auftragsvergaben im Wege der Innovationspartnerschaft. Eine Ergänzung noch und eine weitere wesentliche Neuerung, die sich durch das neue Vergabegesetz ergeben hat, ist die Definition des Bestangebotsprinzips dahingehend, dass es 2 grundsätzliche Varianten ermöglicht. Entweder, und das kennen wir schon aus der bisherigen Rechtslage, der Auftraggeber definiert Zuschlagskriterien, Preiskosten, Ästhetik, Qualität und so weiter, die er auch gewichtet, oder, und das ist jetzt neu, der Auftraggeber kann auch ein Kostenrechnungsmodell festlegen und auf diese Weise das beste Angebot ermitteln, in der Praxis insbesondere die sogenannte Lebenszykluskosten. Kostenrechnung.